Hey ihr Freunde des Gelb und natürlich auch alle anderen da draußen, willkommen zurück zu The Stinking City. Ja, Vanderberg ist nicht tot, er hat uns also nur verarscht. Der Schelm, ja, weil er uns benutzen will, für seine Zwecke. Und ich habe eben noch die Königsrobe bekommen, nachdem ich den Part beendet hatte. Ja, jetzt sind wir gelb. Jetzt können wir im Partnerlook gehen, oder? Wir beide, als Zwillinge. Mein Hut ist halt so ein bisschen rot, aber ich habe ein goldenes Hutband, das ist sehr stylisch. Ansonsten ist der Anzug genau derselbe fast. Die Hose ist ein bisschen dunkler. Was machen die Schuhe? Ja, wow, Tatsache. Wir sind fast genauso gekleidet wie er. Okay, ich lasse es mal an, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Politiker hingerichtet. Der Mörder des berühmten Mystikers Johannes Vanderberg wurde gefasst. Zur großen Überraschung aller handelt es sich bei dem Täter um einen der bekanntesten Politiker von Oakmont und gleichzeitig um den aussichtsreichen Bürgermeisterkandidaten Milton Pierce. Weder Geld noch sein gesellschaftlicher Status konnten ihn vor der Rechtsprechung bewahren, obwohl er seine Unschuld beteuerte. Ach ja. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan und Mr. Pierce wurde gestern gehängt. Was, so schnell? Ich dachte... Hä? Naja. Wie wird sich dies auf den Wahlkampf auswirken? Wer wird an seiner Stadt als Bürgermeisterkandidat antreten? Bald wissen wir mehr. Also, seit dem letzten Part und diesem hier sind wahrscheinlich jetzt ein paar Tage vergangen, nehme ich einfach mal an, vielleicht auch nicht. Naja, gut. Was soll's. Ich hab ja schon mal gesagt, was ich von Pierce halte. Oder hielt. Das war kein guter. Das war ein richtiges Schwein. So, wir haben die Nebenquests, Leute. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, und alles zu markieren hier. So, erstmal glückliches Wohnen. So, und da müssen wir jetzt ans Krankenhaus. Dann müssen wir noch hier hin, in the Shells, irgendwas. Und eins ist noch hier bei Salvation Harbor. Die machen wir jetzt mal. Ich werde mal den Part heute ein bisschen länger machen. Also je nachdem, wie lange das jetzt alles dauert hier. Weil ich habe noch viel zu tun. Wir haben noch viel Familienkram und so weiter. Die Kleine, ne? Ihr wisst ja. Wir waren jetzt am Freitag unterwegs den ganzen Tag. Bei Deck 13 in Essen waren wir... Deck 13. Bei Piranha Bytes in Essen. Entschuldigung. So, und deswegen werde ich heute... Mal gucken, wie es klappt von der Zeit. Also leider nur ein Part wieder. Seid nicht traurig. Aber der DLC kommt ja auch noch. Ah, bin ich jetzt hier... Ne, warte, geradeaus. Huch, huch. Vorsicht. Ah, da. Ist es das? Ah, Haus im Bezirk Salvation Harbor. Klack, klack. Und hier müssen wir diese Rauchgefäße aufstellen, ja, und dann fotografieren. Hat er hier gesagt? Kerle. Ich gleich mal hoch. Ich wette, hier kommen irgendwelche Wildbeester gleich, ja. Ah, da ist es doch. Sehr gut. Zack, fertig. So. Antwort schreiben auf eine Anfrage. Jerry, ich muss dich leider enttäuschen. Es stimmt, dass ich mehrere Schiffe besitze, aber keines von ihnen kann dich und deine Schwester raus aufs Meer bringen. Allerdings gibt es in dieser Borg ja noch andere Kapitäne und wer weiß, vielleicht willigt einer von ihnen ein. Komm zum Hafen, du findest mich in der Nähe des Eingangs. Ich stelle dich ein paar Freunden vor. Gruß Vince. Alle Schlüsselhinweise? Was? Was für Schlüsselhinweise? Ich soll doch die Fotos nur machen, oder? Das sind aber sehr schöne Bilder. So, das war's. Fotografien für Walter. Oh, ich hab soweit alles voll sonst. Oh, oh. Haben wir hier noch? Brief vom Krankenhaus. Werter Jeremy. Meine Tests haben ergeben, dass Ihre Symptome in vielerlei Hinsicht denen des sogenannten Innsmouth-Syndroms ähneln. Man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber mit der Hilfe der Wissenschaft können Sie die Krankheit vielleicht erfolgreich bekämpfen. Kommen Sie wieder, falls Sie eine kostenlose Behandlung in Anspruch nehmen möchten, die auf einem von mir entwickelten experimentellen Entwurmungsmedikament basiert. Oh Gott. Ich bin davon überzeugt, dass das Syndrom von einem Parasitenbefall herrührt, verursacht durch rohen oder schlecht gekochten Fisk. Mit freundlichen Grüßen, P. Grant, MD. Würde ich ja nicht. Oh Gott. Oh, da ist es schon. Hoppala, zu hoch. Oh, nicht schon wieder so ein fettes Vieh. Was haben wir hier noch? Aus der überschwemmten Wohnung. 4.1. Fisk zu essen wirkt sich ganz schön auf meine Haut aus. Die vornehme Blässe
ist einem hässlichen grünen Teint gewichen. Ich dachte erst, die andauernde Feuchtigkeit hätte meinem Spiegel diesen Farbton verliehen, aber dem ist nicht so. 24.01. Der Balsam, den ich gekauft habe, bringt nichts. Die Sache raubt mir den Schlaf. Was, wenn ich so grün wie Algen werde oder Korallen an mir wachsen? 13.02. Jeremy hat sich erkältet. Ich habe solche Angst, dass er seinen Job verliert. Er war beim Arzt und trägt jetzt sogar beim Schlafen diesen hässlichen scharlachroten Schal. Armer Jeremy. 11.03. Das Bettlaken ist so trocken, dass ich nicht schlafen kann. Vielleicht hilft ein kleiner Spaziergang. Das Meer ist heute so ruhig. Ich will es berühren. 1.04. Jeremy muss so viel arbeiten, dass ich schwimmen kann, so viel ich will. Am liebsten wäre ich die ganze Zeit im Wasser. Du bist ja ein Fisch. Oder ein Fisk. Oh Gott. Oh. Au. Naja. Scheiße. Alle Hinweise gefunden stand da eben, ne? Bam. Da ist, glaube ich, gleich Zeit, dass ich mal verschwinde, ha? Huh? Das Vieh hau ich noch kaputt. Komm mit dieser Knarre hier. Komm jetzt. Ah. Das ist so gut, aber gleichzeitig schluckt so viel Munition und Rohstoffe, wenn ich mal wieder Munition machen will. Krass. Ja, schön. Dann kriege ich immer nur so eine Patrone. Und dann schauen wir jetzt mal Nummer 2 an, das Haus. Natürlich ist es irgendwo im befallenen Gebiet, ich hab's mir fast gedacht. Sah schon so aus. Aber ich keinen Bock darauf habe, hier durchs befallene Gebiet wieder zu rennen. Ah ja, ich weiß schon. Ja, ja. Ah. Hallöchen. Na, kommt zu Daddy. Bam. Oh, er lebt noch. Komm. Oh, einen Schuss hinten in die Rückenblase und schon sind sie tot. Das ist schon praktisch. Dann nehmen wir das noch mit. Da muss es sein, irgendwo. Hauptsache der Kofferraum ist noch da. Sehr gut. Oh, was da immer alles drin ist, aber ich habe keinen Platz für nichts. Echt blöd. Echt blöd, warte. Jetzt noch Platz. Ja, wird schon. So, hier muss das Haus sein. Eins von diesen. Welches darf es denn sein? Ist es? Ja, wirklich. Es muss hier sein. Hawking Lane. Da sind Inner Shine Street und Warren Street. Was für Baracken sind das bitte? Ah, hier. Die wir da vermieten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand so ein Teil hier mietet, ehrlich gesagt. Wolltet ihr so ein Ding mieten, so eine Bude? Außenbezirk The Shells. Ah, da ist es doch schon. Was haben wir hier? Gehen Sie nicht zur Polizei. Ihr werter Gatte ist einem mächtigen Mann in die Quere gekommen und hat dafür eine Lektion erteilt bekommen. Wenn Sie ihn wiedersehen wollen, bringen Sie uns alle Patronen, die er versteckt hat. Versuchen Sie nicht, uns zum Narren zu halten. Er hat uns bereits gesagt, wie viele Patronen es sind. Und denken Sie nicht im Traum daran, die Polizei einzuschalten. Ach ja, gut. Oh, das war's schon. Alle Schlüsselhinweise. Oh. Und alle Hinweise? Aber was ist das hier? Das ist doch auch noch ein Hinweis. Sehen Sie nicht hin. Laufen Sie fort von diesem Ort und drehen Sie sich nicht um. Auf gar keinen Fall dürfen Sie den fürchterlichen Mann auf dem Gemälde ansehen. Vor einigen Monaten besuchte ich eine Freundin auf eine Tasse Tee und um mit meinem Charme eine freie Unterkunft zu bekommen. Da sah ich ihn zum ersten Mal, als ich auf das Gemälde an der Wand des Schlafzimmers blickte. Er starrte mich an. Seitdem verfolgt er mich und hat es jetzt sogar auf mein eigenes Zimmer geschafft. Nehmen Sie meine Warnung ernst und verschwinden Sie, bevor Ihre Augen auf die Seinen treffen. Oh je, sehen Sie nicht hin. Das ist unheimlich. Und das letzte Haus müsste jetzt hier
Oh, was war das denn eben? Der ist einfach verschwunden. Hier in Coverside beim Krankenhaus sein. Und damit haben wir dann alle drei Räuchergefäße aufgestellt. Wer weiß, vielleicht geht es ja danach noch weiter und wir müssen noch ein viertes oder ein fünftes und ein sechstes. Keine Ahnung. Oh, ist es das Haus hier, diese Bruchbude? Ah toll, der sucht sich auch die besten Grundstücke aus, oder? Die er vermieten will, der Kerl. Mal hier rein. Nicht, dass ich jetzt hier falsch bin. Oh, es ist wirklich das Haus im Bezirk Coverside. Coverside. Klasse. Sieht ja absolut liebreizend aus hier drin. Wie so die ganzen anderen Sets, die man so kennt, die Gebäudesets. Oh. Das hier? Da ist dicht. Da drüben, das Räuchergefäß, alles klar. Aua. Gibt's hier auch wieder Sachen zu finden? Oh. So, das war's. Alle Schlüsselhinweise, auch alle Hinweise. Ja, Tatsache. Cool. Das war mal eine einfache, einfache Aufgabe. Ins Gesicht. Dein Gesicht ist mir egal. Bück dich. Ein kleines Scheißerchen. Okay, ich hau mal ab. Das sollte jetzt alles gewesen sein. Dann gehe ich mal zurück zu dem Typ am Fischmarkt hier, der mir den Auftrag gegeben hat, und berichte ihm von meinem Erfolg. Ich habe getan, worum Sie mich gebeten haben. Allerdings weiß ich nicht, ob das Ihre Immobilien attraktiver macht, dem Zustand Ihrer Häuser nach zu urteilen. Meine Immobilienangebote richten sich an ein anspruchsvolles, kostenbewusstes Klientel. Die Häuser haben eine qualitativ hochwertige Bausubstanz. Offenbar haben wir unterschiedliche Vorstellungen darüber, was qualitativ hochwertig ist, Walter. Sie kennen diese Borg nicht so gut wie ich, Neuankömmling. Und ich werde den alten Victor mit seinen eigenen Waffen schlagen. Hier, für Sie. Und vergessen Sie nicht, meine Wohnung Ihren Freunden zu empfehlen. Ich hoffe, Sie werden nie so dringend eine Wohnung finden müssen. Mhm. Das war's schon. Fotografien für Walter, ein paar Erfahrungspunkte und das Outfit. Wischiwanka. Wischiwanka. Das war das mit diesem Hemd, oder? Wo ich einfach nur dieses komische rot-weiße Hemd anhatte. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben nämlich noch einen zweiten Nebenauftrag. Die habe ich gesagt, mache ich hier noch mit. Intakte Gehirnzylinder. Reisender R. Pickman. Bereist hat er nichts. Nächste Reise Epsilon Tauri. Status bereit für die Reise. Anmerkung, hat jemand Kopien seiner Gemälde? Ich hätte gerne eine oder zwei. Ja, und da werden wir jetzt als nächstes hinreisen. Wie gesagt, das hier. Ja, da ist das. Das hat wohl was mit Pickmans Galerie zu tun, einer Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber es war sehr unheimlich. Ich glaube, jeden, den er gemalt hat, ist auf eine unheilvolle Art und Weise aufs Leben gekommen oder irgend sowas. Ja, also hier an der Kreuzung muss was sein. Ein weiterer Gehirnkäfig. Hm. Oh, natürlich ist es wieder ein befallenes Gebiet. Warte mal, komme ich hier rein? Oh, da ist gleich ein Haus. Sehr praktisch. Aber ich will das jetzt nicht erkunden. Ich will mal hier... Oha. Oha. Das ist ja ein ganzer Markt. Und hier ist natürlich wieder allerhand los, ne? Warte mal. Muss ich ein paar Kugeln machen? Na klasse. Weinscup. Was haben wir hier? Irgendwelches Zeug und Knoblauch. Es wird gewürzt sein. Oh ja. Der ist ja alles ganz ruhig. Oha, guck mal. Ha. Ein okkulter Stand. Hier, fang. Hahaha. Zip, zap. Ha.
Da. Jetzt ist Ruhe. Weg mit diesen Hallos. Pfui. Was kommt hier nur aus dem... Ah. Okay. Vergiss es. Hat sich erledigt. Danke. Wie krass hier, so ein okkultes Zeug. Oh. Oh. Ich hab's schon direkt entdeckt. Formular Alpha 1. Reisender W. Wheatley. Oder Waitley. Reist Jugot. Nächste Reise Andromeda. Status bereit für die Reise. Nächster Schritt Calmshaw Street. Und so weiter. Anmerkung, ich muss dieses Formular kopieren, da das Original verloren ging. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Warum benutzen wir diese dummen Papierformulare? Kristalle wären deutlich effektiver. Oh, wie krass. Hey, Rattenviecher. Das ist eigentlich voll die unschöne Existenz für diese armen Ratten. Diese Garnelenratten. Wie das aussieht. Ach. Sag ich mal vor, ihr esst irgendwas und auf einmal bricht aus euch so eine Garnele raus oder irgend sowas anderes. Schalentierartiges und ihr habt keine Kontrolle mehr über euren Körper, sondern seid von diesem Vieh besessen und beseelt und ist sowieso nicht mehr rückgängig zu machen. Bah, ekelhaft. So, nächste Adresse ist... Da waren wir gerade. Calmshaw Street, Salvation Harbor West. Ocean Drive, da ist die Calmshaw. Und Skipper Road? Ja, das passt sogar. Dann sind wir hier richtig. Alter Schwede. Es ist so krank, oder? Was hat es mit diesen Gehirnkäfigen auf sich, frage ich mich. Der Manticore hat da schon was angemerkt, ob das nicht vielleicht irgendwie eine Erzählung von irgendwas, was ich mir jetzt nicht gemerkt habe, ist. Naja, aber ihr könnt mich ja gerne aufklären, wenn ihr da ein bisschen schlauer seid, was das angeht. Ja. So. Nächste. Hier südlich. Für wen redest du eigentlich gerade? Hier ist kein Mensch. Nicht einer. Hier hört kein Schwein zu. Vor allem hat er auch gar nicht geredet. So, hier müsste es sein. Dieses kleine Straßenstück. Ist es denn? Wo ist es denn? Der intakte Gehirnkäfig. Ist es hier vielleicht? Sonst sehe ich hier jetzt gar nichts, so. Vorne ist noch eine Tür, aber da war ja der... Da war ja Carpenter drin, der Alte. Oh ja, natürlich. Ich kenne das hier übrigens wieder, dieses Set. Ihr kennt ja auch, habt ihr alle schon mal gesehen. Gibt es nämlich hier. Ja, natürlich ist hier. Hey, du Schwein. Oh, ich hab die Kiste kaputt. Nein. Diese tolle, schöne, liebe Gedankenkiste, die gar nicht existiert hat. Hab ich gerade zerstört. Ah. Ja, ein bisschen Munition, sage ich nicht nein. Aber irgendwo hier sind ja noch mehr Geheimwände. Ich kenne den Quatsch doch. Also da komme ich nicht hin. Also ist hier keine Geheimwand. Dann ist hier eine. Ich sagte, ich kenne diese Häuser. Die meisten Wände sind immer fake. Und also nicht die meisten, aber viele Wände sind fake. Und so langsam habe ich schon raus, welche das sind, jedes Mal. Ach, seht ihr da schon? Ja. Formular Alpha 2, Reisender E. Wade. Bereist Jugot, Gamma Tauri und Xi Hydrae. Nächste Reise, Jugot. Status aktiv, bereit für die Reise. Anmerkung, ein zähes Exemplar. Das hätte ich nicht gedacht, dass jemand von der Erde den Bedingungen auf Xi Hydrae trotzen kann. Okay. Okay. Hydra. Hydrae, Hydrae. Grimhaven Bay West. Nee, das ist hier unten. Grimhaven Bay West. Und zwar Deepshore Road. Was ist die hier? Achso, die Kreuzung Maple Lane. Und Deepshore Road, Grimhaven Bay West. Das ist hier. Alles klar. Okay, wir gehen jetzt einfach Richtung Nordosten und dann müsste ich eigentlich gleich dorthin kommen, wo das ist.
Einfach Richtung Nordosten. Osten, Schmosten. Und dann hier demnächst an der Kreuzung, hieß es. Könnte es das hier sein? Nee, das... Nee, sieht mir nicht nach einem Hirnkäfig aus. Osten, Schmosten. Hier dann nirgendwo ein H. Nee, kein H. Okay. Könnte es denn sein? Das muss ja nicht immer ein komplettes intaktes Gebäude sein. Es kann ja auch irgendwas Abgeranztes sein. Hier vielleicht? Da rein. Ich sehe keinen Hirnkäfig. Habe ich mich vertan hier mit der Kreuzung? Warte, lass noch mal schauen. Warte mal, das ist die Pearl Lane. Das ist die... Also nochmal, Pearl Lane. Ach so, südlich der Kreuz. Ah, ich muss noch ein Stückchen weiter südlich. Na jetzt. Südlich der Kreuzung in der Pearl Lane. Weil die auf einmal die Maple Lane einfach aufhört. Da muss es hier sein. Irgendwo. Ist ja düster wäre. Oh, die Taschenlampe, die bringt auch gar nichts gerade. Das hier für... Nee. Jetzt auch nichts weiter. Pearl Lane. Gibt hier sonst keine andere Straße außer die Pearl? Aber vielleicht dieses große Gebäude hier. Kann ich da rein? Was sind auf einmal für Menschen hier? Ah, da kann ich doch rein. Na dann, müsste es das sein. Ja, natürlich ist es das. Oh, hi. Kannst du dich ein bisschen beeilen, bevor irgendwas... Oh, hey. Komm, ansprinten. Irgendwas anderes kommt, wollte ich sagen. Oh, das sind noch mehr von denen. Hey, lad doch mal nach jetzt. Boah. Ich verbrauche aber auch ewig für so einen blöden... Für so ein blödes Magazin hier. So, danke. Das ist ja nicht mein Magazin, das sind einfach nur die Kugeln in die Kammer. Die Shells, halt. So, wo ist der Hirnkäfig? Ich brauche meinen Hirnkäfig. Lass mich raten. Ich wollte schon sagen, ich sehe doch Blut an der Wand. Das ist da immer eine Markierung für eine geheime Wand. Und da ist sie auch schon. Formular Alpha 3. Reisender... J. Curven. Nächste Reise, Jugot. Status bereit für die Reise, aber weitere Untersuchungen anzuraten. Anmerkung, ich würde alles darauf verwetten, dass er es nicht schafft. Was? Ich verstehe echt nicht, was das bedeuten soll mit diesen Reisen. Ist es so eine Gedankenreise? Reisen die nur mit ihrem Hirn, mit ihrem Verstand? Oder wie? Oder was? Ich verstehe das, wie gesagt, nicht so ganz... Vielleicht könnt ihr mich ja etwas erleuchten und mir sagen, was damit gemeint ist. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Oder auf eure Erläuterungen. Hier oben noch was? Außer vielleicht was zum Plündern. Ja. Oh, ein Zettel. Sehr gut, da freue ich mich immer. Tagebuch aus der Fabrik. Irgendwas stimmt nicht mit Mr. Murphy. Er flüstert jetzt dauernd, anstatt uns wie sonst immer anzuschreien. Und niemand hat ihn essen oder seinen Rollstuhl, was? Oder ohne seinen Rollstuhl gesehen. Ab jetzt arbeiten wir in der Nacht. Irgendein Snap-Ding hat Mr. Murphy getötet, ihm den Kopf und die Arme abgeschnitten und seine Körperteile einfach in der Ecke gelassen. Außerdem sind ein paar Arbeiter verschwunden. Ihre Familien sagen, dass sie gestern Morgen nicht von der Arbeit heimgekommen sind. Ich will gar nicht daran denken, aber Mr. Murphys sterbliche Überreste verwesen schon. Erst gestern habe ich noch mit ihm geredet. Oder war es gar nicht Mr. Murphy? Alter Schwede. Der verwest schon, ja. Na gut, bei der Luftfeuchtigkeit hier.
Aber so schnell geht das eigentlich nicht. Nach einem Tag bist du dich schon am Verwesen. Oh Mann. Das ist so krass hier in der Stadt, was da vor sich geht. Und keiner hat eine Ahnung. Außer gewisse Personen. Zum Beispiel der liebe Hastur, aber... So richtig wird da auch keiner schlau draus, oder? Die nächste Adresse ist dann hier im Salvation Harbor. Das müsste hier oben irgendwo sein. Im befallenen Gebiet mal wieder. Wunderbar. Ich kann dich verstehen. Ich kann dich echt verstehen. Mir geht's gerade nicht anders. Ach. Traurig. So. Also hier in dieser Straße soll das sein. Wollen wir mal sehen. Also ich komme jetzt erstmal wieder allerhand Kropfzeug, das wir beseitigen dürfen. Und da kommt schon. Bang. Da. Oh, hi there, opening. Oh. Schwein. Oh, geben wir uns erstmal wieder ein bisschen Hirnsaft. Oh. Geil. So. Wie gesagt, erstmal irgendwelche Substanzen spritzen, wo ich mir gar nicht so klar bin, was das sein soll. Ich meine, es sind halt einfach nur Chemikalien. Aber ja, bald zu helfen. Ich frage mich, warum er nicht dauer besoffen ist. Das sollte doch eigentlich genau dieselbe Wirkung haben, oder? Auf diese Erscheinung, die er da sieht. So, wie gesagt, hier muss es sein. Ach, schon wieder? Kackviecher. Ich habe gar keine Granaten mehr nachgebaut eben. Na sowas. Ja, ist halt echt teuer, die Münzen, Munition. Ach, diese Viecher auch, die sehen so... Ah, was ist das überhaupt für eine Mischung hier? Weiß ich nicht, aber das sind arme Kreaturen. Sogar, woher weißt du nicht, dass die sich mit ihrem Dasein abgefunden... Ja, haben sie. Haben sich abgefunden. Denen geht's doch gut. Nein, glaube ich nicht. So. Ich hau sie kaputt. Ist doch egal. Was ist das hier? Ich hoffe doch. Was? Unsichtbare Wand mal wieder. Hallo? Okay, hier komme ich nicht durch. Hier ist irgendwie, wie gesagt, eine unsichtbare Wand gewesen. Oh. Das gesehen? Ja, ich kenne die Set-Pieces hier auch schon. Das ist genau wieder sowas hier. Oh, Benjamin Blümchen ist wieder da. Oh nein. Nicht hier drinnen mich jetzt bitte einkesseln, sonst... Oh, bist stärker. Sag mal, vier Schläge halten die aus, die anderen. Hier nur einen, ne? Ach, das sind die Tintenspucker. Oh, du bist im Platz. Mann. Fies. Fieses Viech. Mensch. Ja. Komm ich denn da schon wieder nicht vorbei? Antipsychotikum. Schnäpschen, sag ich dazu. So. Ah, das ist das Einzige, was ich mir bauen kann, aber ich bräuchte die. So, jetzt suchen wir mal ein bisschen rum. Ich kann mir schon denken, wo es ist. Im Keller sind nämlich meistens noch... Also hier im Keller gibt es immer noch so ein Versteck. Bei diesen Sets, aber... Das sehen wir gleich. So. Natürlich. Wie gesagt. Und. Bäh. Hier ist der Hirnkäfig. Was war das? Formular Alpha 4. Reisender CD Ward bereist Mondbasis.
Nächste Reise Alpha Ursa Minor. Status: neue Apparatur, bereit für die Reise. Nächste Adresse ist egal. Anmerkung: nein, das Lieferformular für diesen Zylinder ist nicht verloren gegangen. Sehen Sie? Der richtige Ort und die richtige Zeit. Alle Schlüsselhinweise, aber gibt es hier noch irgendwas an Texten? Schau mal ganz kurz, vielleicht ist hier noch irgendwo was. Was ist das denn? Was ist das denn? Wie gesagt, der Part wird ein bisschen länger, aber ich kann mir denken, ihr habt da nichts gegen. Es ist voll okay. Und dann sehen wir uns die nächste Adresse mal an. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt ewig und 3 Tage dauert. Ne, hier gibt es glaube ich nichts mehr. Da oben vielleicht noch. Ich kann ja hier noch hochklettern. Hey. Ich weiß auch nicht, ob die Falle jetzt aufgespannt war, ob ich mir dann wehgetan hätte oder nicht. So. Hier ist auch noch was. Schön. Metallteile. Manchmal wird mir so zugeworfen mit Items und manchmal halt. Ja, sowas. Hier. Huch, ich hab's geschafft. Ich hab's aber geschafft, hier fast rüber zu springen. Aber bestimmt. Ja, natürlich ist es Geheimwand. Natürlich ist das eine. So. Und dann schauen wir mal die nächste Adresse. Die letzte, hoffe ich. So langsam. Warren Road zwischen West Shore Street und Hawking Lane in the Shells West. Das ist die Hawking Lane. Warren Road hier. West Shore und Hawking Lane, the Shells West. Genau. Ja, natürlich ist es wieder ein befalltes Gebiet. Und der Löschwagen hier, der geht total steil. Da macht keiner was. Hey, da war ich ja schon für die letzte Aufgabe. Bin ich da auch hier durchgelaufen? Ja. Na gut, das war für die Wohnungen, die ich befreien musste oder bereinigen. So ein Kammerjäger. Irgendwo hier. Ach ja, guten Tag. Ja, ich wollte das hier. Schwein, spock mich nicht an. Oh, ich glaube, ich habe es gefunden. Oder er hat es gefunden für mich. Dieser Klumpen. So. Alles soweit? Nee, dann komme ich rein. Warte. Machen wir alles voll. Alles ist voll. Mal so ein bisschen Schmand spritzen wieder, so ein Antipsychotikum, angeblich. Ah, natürlich war das jetzt direkt hinter der Wand, ne? Müssen wir ein Schätzchen. So sieht's aus. Euch, ihr Kuckucksschweine. Bei euch habe ich überhaupt keine Skrupel. Weil jetzt müsste ich ja komplett wahnsinnig sein gleich, ja. Alles wieder gut. Alles wieder gut. So, hier ist noch was. Ja, muss mir halt wieder ein paar. Ja, hätte ich noch welche. So, hier ist natürlich nichts. Hier oben müsste bald wieder was sein. Es werden ja irgendwie immer mehr Geheimwände, kann das sein? War hier eine? Nee, hier müsste eine sein. Oh! Du Schweine-Peter! Nicht der Ziege-Peter, der Schweine-Peter! Aber die kann man ganz gemütlich wegprügeln, wenn man nah genug rankommt, ja. Da ist eine geheime Wand. Oh, Kinder.
schlafen. Für immer. Oh, die mache ich ungern mit der Nahkampfwaffe. Wo geht's nämlich am besten? Die mag ich am liebsten. So, und jetzt? Schauen wir mal, was uns hier hinführt. Ah ja. Ich wette mit euch um 2 Mark, dass es hier irgendwo ist. Auf der Ebene. Also jetzt hier, da durch. Also da hinter der Wand irgendwo, da ist nämlich eine Geheimwand, hundertprozentig. Die kenne ich schon, die Dinger. So, und jetzt? Da steht's, oder? Ach, ein Glück, sonst hätte ich euch 2 Mark geschuldet. Formula Alpha 5. Reisender H. West. Nächste Reise Mondbasis. Status Reparaturarbeiten abgeschlossen. Bereit für die Reise. Also, es gibt noch einen danach. Okay. Anmerkung. Ist das hier ernst? Das ist nicht sein erster Versuch. Er wird es nicht schaffen. Akzeptieren Sie es endlich. Ach nee, warte mal. Der Schrottplatz. Da hat das Ganze angefangen, Leute. Deswegen ist jetzt hier Ende mit der Quest. Ich dachte schon, es geht jetzt einfach wieder weiter. Also hätte ich jetzt irgendeinen von diesen Hirnkäfigen finden können und dann wäre es losgegangen, die Aufgabe? Das finde ich ja interessant. Okay, also ja, wie ich es jetzt gemacht hätte, es wäre so eine Reihe aus, so eine Verkettung gewesen von Hirnkäfigen, die ich hätte finden können. Nochmal, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da ein bisschen schlauer seid, ob ihr da vielleicht eine Kurzgeschichte kennt von H.P. Lovecraft, die sich um diese Hirnkäfige dreht. Ihr seht, es sind insgesamt 6 Stück gewesen. Ja, das war's. Jetzt haben wir nur noch Phönix aus der Asche. Leute, ich danke euch sehr fürs Zusehen. Heute kommt leider, wie gesagt, nur ein einziger Part. Weil ich habe zu tun. Und da hält mir so eine Ratte hinterher. Die Fleischfresser? Wahrscheinlich. Guck mal. Das ist ein bisschen süß, aber ein bisschen eklig auch. So, wie gesagt, ich danke euch sehr. Lasst mir ein Like auf die Folge. Und die Frage könnt ihr mir gerne beantworten, wenn ihr da schlauer seid. Ansonsten würde ich mich aber ein Danke freuen. Oder... von mir aus auch einen schönen Sonntag, du alter Panda-Bär. Wir sehen uns wieder zu The Sinking City und vielleicht nächstes Mal schon mit dem DLC. Ich muss mir den jetzt mal kaufen dann. Bald. Danke, tschüss, macht's gut.